damit hallo, herzlich willkommen zur Sportschau. Wie schön, dass Sie dabei sind. Die Sportschau heute an diesem Ostersonntag unter anderem mit dem absoluten Spitzenspiel in der Premier League. Manchester City gegen Arsenal. Dann kämpft Timo Boll im Champions League Halbfinale unter anderem auch um Olympia und natürlich wie versprochen gleich 5 Zweitligaspiele. Und den Anfang machen wir mit dem Spitzenreiter FC St. Pauli heute gegen Paderborn. Und großen Anteil an der starken Saison der Kiezkicker hat er hier, Marcel Hartl. Mit 14 Toren und 9 Vorlagen ist er der absolute Topscorer in der Liga. Seit dem 18. Spieltag steht er jetzt schon ununterbrochen mit St. Pauli auf dem ersten Tabellenplatz. Aber aufgestiegen ist er natürlich trotzdem noch nicht. Dennoch hat Hartl schon die ein oder später. Möchte Marcel Hartl das Ganze natürlich mit St. Pauli wiederholen. Und das würde wahrscheinlich auch die Chancen erhöhen, dass er dem Verein nach der Saison erhalten bleibt. Matthias Kammann. Und dadurch fallen die Hamburger zum erst zweiten Mal in dieser Saison aus den ersten 3 Rängen, sind jetzt Vierter. Und heute könnte Hannover 96 noch mal gefährlich nahe kommen. Mit einem Sieg würde 96 gegen Magdeburg bis auf 2 Punkte an den HSV heranrücken. Aber, liebe Hannoveraner, Vorsicht, weil Magdeburg dürfte ordentlich Wut im Bauch haben. Nach dicht tief in den Abstiegskampf zu rutschen, muss heute die Trendwende her, Aigalay. Und auf der anderen Seite Magdeburg erneut ohne eigenen Treffer und schon wieder 3 Gegentore kassiert nach den 7 am vergangenen Spieltag gegen den KSC. Und den Karlsruher Kantersieg, den haben wir Ihnen ja eben noch mal im Schnelldurchlauf gezeigt. Und der KSC, der hatte nicht nur vor der Länderspielpause mit diesem Sieg was zu feiern, sondern eben auch danach gab es einen Grund zu feiern. KSC auf Schalke zum Sieg schießen. Die Königsblauen, die brauchen den Dreier allerdings im Abstiegskampf auch sehr, sehr. Und sonst weiß man auch nicht, ob der Trainer Karel Gerards noch wirklich sicher auf Schalke im Amt bleibt. Aber man weiß sowieso aktuell nicht wirklich, wer auf Schalke noch so richtig fest im Sattel sitzt. Oder, Jürgen Bergner? Aber durch den Punkt holt sich Schalke zumindest Tabellenplatz 14 zurück. Wir werfen noch mal einen Blick auf die Blitztabelle. Schalke 04, Wien Wiesbaden und Magdeburg jetzt alle mit 31 Punkten. Und Wien Wiesbaden macht in der Tabelle sogar einen Platz gut, ohne überhaupt gespielt zu haben durch die schlechte Tordifferenz von Magdeburg. Also Wien kann sich heute im Aufsteigerduell gegen den VfL Osnabrück ein bisschen absetzen. Und für die Osnabrücker sieht es noch düsterer aus. Abgeschlagen, Tabellenletzter mit erst 3 Siegen in 26 Spielen. Es deutet aktuell vieles darauf hin, dass der VfL Osnabrück im Jahr seines 125. Vereinsjubiläums seinen 8. Zweitligaabstieg der Vereinsgeschichte hinnehmen muss. Aber solange es rechnerisch noch möglich ist, ist Aufgeben natürlich keine Option, Florian Nass. Und wir haben noch ein paar Ergebnisse aus der Bundesliga für Sie. Augsburg und Köln trennen sich Remis 1:1 und auch der VfB Stuttgart im Schwabenduell gegen Heidenheim Remis allerdings torreicher. 3:3 stand es da und das Spiel ist eben zu Ende gegangen. Aktuell läuft noch Bochum gegen Darmstadt, da steht es aktuell 0:0 und Sie können live reinhören bei uns auf sportschau.de und in der Sportschau-App, da haben wir die Audio-Vollreportage für Sie zum Hören. Und wenn Sie lieber sehen wollen, dann gerne um 21.45 Uhr bei uns in der Sportschau Bundesliga, da alle 3 Spielberichte in ihrem 3. Programm. Ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Jetzt machen wir aber erstmal weiter. Und zwar mit der Super League. Vielleicht werden Sie sich erinnern, 2021 im April kam dieses Projekt erstmals auf. Aber innerhalb von 48 Stunden war alles schon wieder verworfen. Auch aufgrund zahlreicher Fanproteste haben viele der europäischen Topvereine wieder ihren Rückzug erklärt. Viele, aber eben nicht alle. Denn der FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin, die versuchen nach wie vor, die Super League weiterhin im Hintergrund zu realisieren. Markus Bark und Khaled Nahar mit dem aktuellen Stand. Und wir wechseln noch mal in die Premier League auf die Insel, wo der Meisterschaftskampf aktuell kaum spannender sein könnte. Liverpool hat heute vorgelegt, 2:1 gegen Brighton gewonnen und kann jetzt ganz entspannt auf dem Sofa zuschauen, wie sich die Konkurrenten Manchester City und Arsenal gegenseitig die Punkte klauen. Und das ist auch das Duell zwischen Pep Guardiola als ehemaligem Chef von Mikel Arteta. Der war 3,5 Jahre sein Co-Trainer bei Manchester City, bevor er dann selbst zum Chef wurde und zu Arsenal gegangen ist. Und in dieser Saison hat er seinen ehemaligen Chef direkt 2-mal besiegen können, erst im Supercup und dann auch im Hinspiel in der Liga. Und die Statistik, die spricht heute für eine Revanche, Jürgen Bergner.
Und auch ich kann es leider nicht auflösen, weil zu diesem Zeitpunkt steht er immer noch nicht fest. Im fünften Spiel steht es immer noch, beziehungsweise es ist eben noch das fünfte Spiel, es läuft noch. Der entscheidende Matchball, der liegt uns noch nicht vor. Aber Sie können ihn sich gleich angucken in der Videozusammenfassung auf sportschau.de. Da das zweite Halbfinale zwischen Neu-Ulm und Saarbrücken. Und ich glaube, es lohnt sich, weil es war wirklich spannend. Da wird dann eben ermittelt, ob der Gegner von Düsseldorf morgen im Tischtennis Champions League Finale dann Saarbrücken heißt oder Neu-Ulm. Und Sie können das dann auch gucken. Der Videospielbericht ist bei uns dann auf sportschau.de zu sehen. Außerdem dann die Spielberichte heute Abend um 21.45 Uhr. Und Sie sehen schon, DFB-Pokal-Halbfinale im Fußball. Saarbrücken gegen den 1. FC Kaiserslautern dann am Dienstagabend ab 20.15 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns später wiedersehen, 21.45 Uhr in Ihren dritten Programmen. Tschüss, machen Sie es gut.